ESTV, Videos aus der Region. Unter dem Motto Out, Loud and Proud startet der CSD Esslingen in sein zweites Jahr. Nach dem vollen Erfolg im letzten Jahr zeigt sich Esslingen heute wieder zu seiner bunten und vielfältigen Seite. Da dürfen wir von der ESTV natürlich nicht fehlen. Schön, dass ihr mit dabei seid. Jetzt haben wir zwei waschechte Esslingerinnen hier bei uns. CSD Esslingen, Veronika Mont-Royal. Wie ist es für dich, CSD hier in deiner Heimat? Es ist einfach was total Bewegendes und Besonderes. Letztes Mal kullerten auch die Tränen. Ich glaube, es wird dieses Jahr auch der Fall sein. Also sehr viel Arbeit dahinter, weil wir im Verein natürlich auch viel machen. Und ja, wir freuen uns drauf. Es wird sicherlich cool werden. Und auch du, waschechte Esslingerin. Was bedeutet es für dich, den CSD hier in deiner Heimatstadt zu erleben? Alles. Das ist alles. Wir sind hier, wir sind laut, wir sind queer und Esslingen ist bunt und wir freuen uns wahnsinnig hier zu sein. Es ist herzerfüllend. Und die Stimmung ist genial heute, oder? Also, ich habe das Gefühl, es sind mehr Leute da als letztes Jahr. Also, erstes Gefühl ist, dass mehr Leute sind. Ja, man sieht es ja auch im Hintergrund, es ist der Wahnsinn. Was wünschst du dir denn für Esslingen, für die Zukunft? Dass es genauso weitergeht. Es kann genauso weitergehen und noch mehr werden, weil wir gehen damit zurück. Also wir machen so weiter, würde ich sagen. Wie machen wir immer? Den hier macht er. Den da. Jetzt haben wir die Jessie vom Orga-Team hier bei mir, CSD Esslingen. Ihr seid im zweiten Jahr. Was hat sich verändert zum letzten Jahr? Wir sind seit dem letzten CSD hier in Esslingen, letzten Juni, wirklich stark gewachsen. Wir hatten ja das Vorhaben, dass wir das ganze Jahr über sichtbar sein wollen und das ganze Jahr über Angebote machen wollen. Und ich glaube, das haben wir geschafft. Wir haben einen fest etablierten Jugendtreff. Wir haben einen Treff für queere Menschen über 30. Außerdem bildet sich gerade ein queerer Chor. Das finden wir auch sehr schön. Außerdem werden regelmäßig Spieleabende angeboten und wir haben noch ganz, ganz viele Sachen mehr in petto, die wir noch umsetzen wollen. Das hört sich ja mega an. Also das ganze Jahr fürs queere Publikum hier in Esslingen finde ich ganz, ganz toll, dass es sowas gibt. Gab es bei mir damals nämlich nicht. Hätte ich mich gerade auch für die jüngere Gesellschaft drüber gefreut. Wie ist so die Resonanz? Wie kommt es bei den Leuten an? Gut, sehr gut. Wir wurden jetzt ja sogar auch fürs Schwörfest angefragt, um dort auf der Bühne und mit einem Stand präsent zu sein. Und wir merken, wir kommen in der Stadtgesellschaft immer mehr an. Die Menschen wissen, dass es uns gibt. Die Menschen sehen uns. Und das macht uns sehr glücklich. Das glaube ich. Das könnt ihr auch wirklich stolz drauf sein. Was ihr innerhalb von einem Jahr geschaffen habt, ist wirklich der Wahnsinn. Danke. Oberbürgermeister Matthias Klopfer beim CSD in Esslingen darf natürlich nicht fehlen. Herr Klopfer, wie ist Ihr erster Eindruck? Ist das erste Jahr für Sie? Ja, das erste Mal. Der Marktplatz füllt sich. Und das ist so ein schönes Zeichen für Offenheit, für Vielfalt in dieser Stadt. Und bin echt stolz, OB von so einer Stadt sein zu dürfen. Ja, der Verein Queres hat ja schon einiges jetzt gemacht das ganze Jahr über. Wie finden Sie denn selber, wie wichtig ist es für die Stadt Esslingen, so eine Initiative hier? Ja, ganz zentral, weil es einfach normal ist, dass wir jetzt so ganz unterschiedlichen Lebensstilen auch unterwegs sind. Und da braucht es auch eine Lobbygruppe dazu, im positiven Sinne. Und die halt auch solche Veranstaltungen organisiert, aber vor allem auch mit uns das ganze Jahr als Verwaltung im Gespräch ist. Und immer wieder darauf hinweist, wo es halt auch noch knirscht. Es gibt natürlich noch die Diskriminierung in der Stadt und da müssen wir jeden Tag Haltung zeigen. Auf jeden Fall. Und das sieht man ja heute ganz deutlich, dass da viel Haltung gezeigt wird. Was erwarten Sie sich selber von dem Tag heute? Ja, ich hoffe, dass es auch politische Forderungen gibt. Ich bin ja selber Politiker, über die man dann auch diskutiert. Und dass es einfach ein Signal auch ist, auch in die anderen Städte hier in der Region. Also wir sind ja nicht neben Stuttgart die einzige Stadt, wo so ein CSD auch gibt. Und dass noch ganz, ganz viele Städte ähnliche Initiativen auf die Beine bringen. Mich interessiert natürlich auch die Stimme aus dem Publikum. Ihr seid das erste Mal in Esslingen dabei, wie war's?
Oh, ich fand es eigentlich ganz super. Also sonst bin ich immer in Stuttgart unterwegs, aber hier ist mal ein bisschen kleiner, kompakter. Alle sind nett, alle sind supportive, schmackhaft. Und bei dir, bist du hier aus der Ecke, aus der Esslinger, oder? Tatsächlich nicht. Ich bin für mein Studium sozusagen hierher gezogen. Und ich fand es richtig, richtig toll. Ich fand es auch toll, irgendwie das in so einer alten Stadt zu sehen. Und auch wie viele Leute am Rand standen und einfach Bock hatten und uns zugeschaut haben und auch Lust hatten, irgendwie uns zu sehen, fand ich richtig, richtig schön. Das habe ich auch wahrgenommen. Ich fand es gigantisch. Der zweite CSD in Esslingen. Noch bunter, noch größer, noch schöner. Schön, dass ihr mit dabei wart. Bis zum nächsten Mal hier bei ESTV.